So. Nur noch schnell die Freunde einladen. So, hallo Freunde von YouTube und Facebook. Ich möchte ein paar Infos mitteilen, ja, wichtige Infos. Es wird bald demnächst eine Kamera kommen oder beziehungsweise filme ich mit einer Handykamera, die eine sehr gute Qualität hat. Das kommt jetzt demnächst und ich werde auch eine Selfie-Stick besorgen. Also das heißt, ich werde jetzt in Zukunft mehr investieren, damit auch die Qualität meiner Videos besser werden. Also, weil es ist so, dass ich filme jetzt gerade mit der Skype-Kamera und da haben schon manche gemeint, dass also die Qualität auch nicht so gut ist. Stimmt auch. Also die Qualität ist ein bisschen, ist jetzt nicht so gut. Aber es ist jetzt momentan die beste Variante für mich jetzt mit dem Equipment, was ich habe zum Filmen. Also das wollte ich jetzt nur mal mitteilen. Und dann Jobcenter, Stand der Dinge. Also, ich habe ein Video gemacht. Ich bin sanktioniert, Jobcenter. Also, es ist so, ich bin ja, ich habe so ja im vorigen Video schon gesagt, ich bin so 10% sanktioniert, weil ich nicht hingegangen bin. Das habe ich auch erklärt. Deswegen, ich möchte es jetzt nur mal erklären, warum und wieso. Schaut so einfach das Video an. Ich bin sanktioniert, Jobcenter, spiritueller Anarchist auf YouTube. Da habe ich dann alles erklärt. Ja, jetzt, da das Video ist ziemlich. Ja, schon ziemlich kommentiert worden, muss ich sagen. Da ist ja zum Beispiel jetzt auch wieder von einem gewissen Josef V. Der hat geschrieben, ich hasse Steuern für Menschen zu zahlen, die nicht arbeiten wollen. Also, erstmal Josef, also falls du mich hörst, falls du das Video anschaust, du musst es ja nicht. Zwingt dir jemand dazu, ja? Du kannst ja auch sagen, dann mach's halt genauso. Und dann nimm Hartz IV oder steig aus. Ja, es gibt genug Aussteigermodelle. Das sind ja schon viele verschiedene Bücher geschrieben worden. Dann mach's halt genauso. Da musst du ja nicht neidisch sein. Also, und was heißt denn, ja, Zahlen überhaupt? Was steckt denn da dahinter? Also gehen wir doch mal auf den Grund. Möchtest du behaupten, dass ich dir Geld wegnehme? Oder dass ich auf deine Kosten lebe? Gehen wir doch mal das auf den Grund. Was wäre, wenn es jetzt mich nicht gäbe? Meinst du dann, dass du dann mehr Geld auf dem Konto hättest? Meinst du dann, das Geld wird bei dir auf dem Konto auszahlt oder umgekehrt? Frag mal umgekehrt. Glaubst du wirklich, dass wenn man die Hartz-IV-Empfänger strenger sanktioniert, dass du dann mehr auf dem Konto, die Arbeitenden mehr auf dem Konto haben? Glaubst du es wirklich? Glaubst du wirklich, das Geld wird in eine Arbeitslose genommen und dann auf den Arbeitern draufzahlt? Das wird niemals passieren. Das wird die Merkel auch niemals machen, weil die paar Kröten, ja. Was da zusammenkommen, die würden dafür Kriege und sonst für den Scheiß ausgeben. Also das wird niemals passieren. Ja. Es ist doch so, also auf dem Spirituellen her ist es so, je mehr man gibt, desto mehr wird man bekommen. An sowas glaube ich einfach. Ich glaube, dass das Universum eine unendliche Fülle für jeden Mensch bereit hat, aber sie hat nicht die Fülle für jeden Mensch gier. Es gibt einen guten Satz, es ist genug da für alle Menschen Bedürfnisse, aber nicht für jeden Menschen gier. Und je mehr man gibt, also je großzügiger man gibt, desto mehr Großzügigkeit wird man auch erfahren im Leben. Ja. Und von dem her ist eigentlich das einfach Blödsinn. Also zu meiner, dass ich dir, glaubst du wirklich, ich nehme dir was weg, oder? Glaubst du es wirklich? Mach ich dich arm? Also, das ist doch völliger Schwachsinn. Und dann, was heißt der Satz, die nicht arbeiten wollen? Also, hör mal, wenn ich gemobbt war, wenn ich schlechten Lohn bekomme für meine Arbeitsleistung, ja. Wenn man mich fertig macht und wenn man mich ausbeutet und ausnützt, dann ist es doch wohl menschlich verständlich, dass ich sage, ich will nicht mehr arbeiten. Oder nicht? Und was soll das für eine Heuchelei? Also, wenn du jetzt, Josef, sagen wir mal, 10 Millionen auf dem Konto hättest, also sagen wir mal 20 Millionen im Lotto gewinnen hättest, würdest du dann noch arbeiten? Würdest du dann noch zum Arbeiten gehen? Ich glaube es nicht. Ja? Also, es wollen viele Menschen nicht arbeiten. Und das auch aus verständlichen Gründen. Ja? Also was soll das? Was hast du gegen Menschen, die nicht arbeiten wollen? Da musst du ja irgendwo an das eigene Nase packen. Also ich finde den Satz irgendwo total verkehrt, irgendwie totaler Quatsch. Ja. Also ich bin für bedingungsloses Grundeinkommen, weil das bedingungslose Grundeinkommen genau der Ausdruck ist für diese Großzügigkeit, dass wenn die Großzügigkeit gibt, wenn die Menschen großzügig zueinander sind, solidarisch zueinander sind, kommt das alles auch wieder zurück, das Gute. Ja.
Und von dem her kann ich diese Einstellung nicht verstehen. Ich habe es ja schon oft gesagt, ich habe es ja schon oft erklärt in meinen Videos. Ich weiß nicht, warum die Leute dann immer wieder damit daherkommen, ja, dass ich denen Geld wegnehme, dass ich auf den Kotter spare. Was heißt ein Sparotzen? Erklär mir das mal. Mach ich euch arm? Also ich glaube es nicht. Ja. Also das ist doch ja totaler Quatsch. Ja. Ja, okay, also, Jobcenter hat mich sanktioniert. Gut, ich habe jetzt Widerspruch eingelegt und ich weiß nicht, es ist halt auch wieder so hin und her, ob ich wirklich jetzt auch noch die Kraft habe. Ich umgibt mir ja gerade mit so vielen Themen, beschäftige mich gerade mit sehr vielen Themen und habe, sagen wir mal, auch viel gerade um die Ohren und ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt das auch wirklich so durchziehen will. Also, dass ich da vor Gericht gehe und streiten will, ich muss mal schauen. Also ich kann jetzt nicht entscheiden. Aber Widerspruch ist jetzt mal eingelegt und man muss auch mal schauen. Auf jeden Fall, ich lasse mich nicht unterkriegen. Ich gehe nämlich in die unfreie Arbeitswelt. Also das heißt, ja, Selbstständigkeit, ja, okay. Aber so Firmenarbeitswelt, nee, ist für mich nicht mehr drin. Mache ich nicht mehr mit. Wenn das Obdachlosigkeit bedeutet, also 100% Sanktion, dann heißt es halt so, dann... Ich habe hier einen Schlafsack, ich habe meine Isomatte, ich habe meinen Rucksack und wenn das halt dann bedeutet, dass ich dann unter der Brücke schlafen muss, dann werde ich halt für meine Ideale und für meine Zielsetzungen auch diesen Weg gehen. Das wäre zwar nicht unbedingt erstrebenswert, das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich will, aber wenn es nicht anders geht, dann eben so. Ja. Ich spiele ja auch Lotto, das mache ich auch. Also ich fülle jeden Monat fülle ich einen Lottozettel aus. Wenn ich natürlich im Lotto gewinne, reich bin, dann habe ich den ganzen Stress nämlich nicht. Also wäre natürlich auch eine tolle Sache, wenn ich einfach vom Jobcenter dann weg wäre. Also es ist ja nicht so, dass ich nichts tue. Ich gucke ja schon. Also ja, das Lotto spielen ist ja zum Beispiel auch ein Weg, dass man da aus der ganzen Geschichte wieder rauskommt. Ja. Aber ich gehe nicht in irgendwelche Firmen da, wo, also sehe nicht ey, die ganze unfreie Arbeit. Es ist halt doch immer Konkurrenzkampf. Es ist ja doch Unterdrückung. Es ist ja Mobbing. Und Ausbeutung und möchte nicht mitmachen, ich möchte keinen Job wegnehmen, also nee, ich möchte nicht, ja, wenn dann selbstständig, ja, das schon, ja, aber das kommt für mich nicht in Frage. Okay, ja, Stand der Dinge, ich werde noch weitere Videos machen und zwar mache ich nochmal ein Video über Politik, das heißt aber, warum ich Politik ablehne, warum ich gegen Politik bin, ja, also Anti-Politik-Video werde ich machen. Und ich wollte dann noch mich über einige, ja, noch andere Themen beschäftigen, wie zum Beispiel Astralreisen, spirituelle Themen, ja, alles Palette von Chakren, Öffnen, Meditation etc. Ist ein sehr interessantes Thema, auch über Persönlichkeitstraining, über positives Denken und Erfolgscoaching. Auch Kritik am Erfolgscoaching. Es gibt ja bei YouTube unendlich viele Erfolgscoaches und Videos dazu und so, die also YouTube quasi ja, also überschwemmen, kann man sagen. Und ich möchte auch einiges dazu sagen. Nicht nur nicht dagegen, nicht dafür, sondern so ein bisschen so pro und contra. Es gibt dann jemand, der das auch macht, den ich persönlich getroffen habe, der YouTuber Methode, das ist so ein Newcomer. Mit dem werde ich dann, der kommt dann her, wir machen dann gemeinsam ein Video und es wird dann so eine Diskussion, so gegenseitiges Interview. Themen waren sein positives Denken, Selbstdisziplin, ja, und Erfolgscoaching, ja. Und ich werde auch einiges dazu sagen, ja, also was ich da eben kritisch sehe und was ich das auch positiv sehe. Und ich denke, das wird auch ganz, ganz interessant, ja. Auch Antwortvideos zu manchen Erfolgscoachen und die bei YouTube sind, werde ich auch mal so ein paar so Antwortvideos machen. Das wird dann auch ganz interessant, weil das dann auch eine Diskussion provozieren wird. Aber dazu, das werde ich dann erst machen, wenn ich dann die besseren Möglichkeiten habe, Videos zu machen mit noch etwas besserer Qualität. Ja. Also das ist halt, mein gut, das ist halt jetzt mit der Skype-Kamera, das hat immer so ein bisschen so den Effekt, wie so ein bisschen Zeitlupeneffekt. Also gut, Informationen kommen rüber. Also wenn jetzt jemand jetzt nur auf die Inhalte fixiert ist, das kommt rüber. Also das versteht man ja, was ich jetzt sage. Es ist halt nur so, die Qualität des Videos, also die Aufnahme ist halt ein bisschen so, ja, wie so ein bisschen ein Zeitlupe. Aber das wird sich bessern, das wird sich ändern, das verspreche ich euch. Da bin ich dran, da werde ich auch investieren, dass die Videos einfach von der Qualität her besser werden.
Okay, ja, das war's mal soweit. Ich werde vielleicht mal sogar heute Abend noch mal ein Video mal gucken. Wie gesagt, gebt mir einen Gefällt mir-Button und teilt mein Video, abonniert meinen Kanal. Ich bin der spirituelle Anarchist und dann würde ich sagen, macht es gut und bis bald.